Ganz herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem Donnerstag, übrigens dem kürzesten Tag des Jahres. Und die gute Nachricht, ab morgen werden die Tage wieder länger. Keine so guten Nachrichten gibt's für den Weihnachtszirkus in Wiesbaden, denn die Stadt hat seine Löwenshow verboten. Es wurden nämlich Mängel beim Tierschutz festgestellt. Und nasse Wände und Schimmel in Nordhessen verwahrlosen ganze Wohnblocks und die Eigentümer, die sind nicht zu erreichen. Statt O du Fröhliche heißt es kurz vor Weihnachten O du Stürmische, und verantwortlich dafür ist Soltan, das Sturmtief, das heute übers Land fegt und damit auch über Hessen. In Kassel wurde am Abend sogar der Märchenweihnachtsmarkt geschlossen, einfach zu gefährlich. Denn es werden teilweise Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h erwartet. Auf den Bergen war es heute Nachmittag schon ganz schön stürmisch. Von ungemütlich wie hier in Kassel bis bedrohlich wie auf der Wasserkuppe. Sturmtief Soltan zeigt sich in Hessen von ganz verschiedenen Seiten. Heftig geht es heute am Feldberg zu. Der Wind schüttelt die Äste der Bäume ordentlich durch und ist in Böen so stark, dass es in der Horizontalen regnet. Wenig Lust auf einen Ausflug machen auch diese Bilder von der Wasserkuppe. Die ist heute menschenleer. Kein Wunder bei einer Windstärke von 96 km/h, gemessen um 10.30 Uhr. In Frankfurt sorgt Soltan am Nachmittag für interessante Himmelsansichten und schöne Wolkenformationen. Das nasskalte Wetter dürfte einige Besucher von einer Stippvisite auf dem Weihnachtsmarkt abgehalten haben. Ja, es bleibt windig über die Nacht, auch noch durchaus auf den Bergen, Sturmböen bis 90-100 km/h. Morgen wird der Wind insgesamt im Laufe des Tages schwächer. Trotzdem, noch gibt es keine Entwarnung. Vor Soltan sollte man sich weiter in Acht nehmen. Ja, und Andreas Sieke, der steht jetzt live für uns in Frankfurt, oben auf dem Main Tower. Andreas, wie ist denn die Lage bei dir? Bist du denn schon vom Winde verweht? Naja, weggeweht sind wir noch nicht, aber die Frisur, die sitzt nicht mehr. Da hilft auch kein Haarspray. Wir sind an dem windigsten Ort, den man in Frankfurt heute finden kann. Die Besucherplattform des Main Towers, 200 Meter hoch das Gebäude, dazu die Höhe Frankfurts, also gut 300 Meter über dem Meer. Und hier fetzt es richtig. Der Wind kommt von da drüben, vom Taunus. Und er zieht hier rüber. Manchmal sind es feste Böen, dass man sich wirklich anspannen muss, um dagegen zu halten. Wir sehen aber hier wunderschön jetzt die Skyline. Es waren eine ganze Reihe Besucher vorhin hier, die haben sich nicht abhalten lassen. Die haben das genossen, dass man ein wunderschönes Wolkenspiel gesehen hat in der Abendsonne. Die Wolken sind hier vorbeigefetzt. Also die Leute sind zum Teil auch wirklich wegen des Wetters gekommen. Ab 19 Uhr ist die Besucherplattform im Winter geschlossen. Wir durften jetzt noch ein bisschen länger bleiben. Wenn wir hier mal runter gucken, dann sehen wir den Frankfurter Hauptbahnhof sehr schön. Wir haben uns erkundigt, die meisten Züge und S-Bahnen fahren. Aber weil es im Norden vor allem Probleme durch den Sturm gibt, sind auch Verbindungen nach Berlin, nach Hamburg abgesagt. Hat nicht nur mit dem Sturm zu tun. Wenn man genauer schaut, dann stellt man fest, dann steht auch manchmal dabei wegen kurzfristiger Erkrankung. Also das kennen wir im Moment, glaube ich, alle, das Problem. Tja, und wir haben hier noch mal geschaut auf der Baustelle. Hier gibt es ein neues Hochhaus. Wenn wir hier an der Commerzbank vorbeischauen, gucken wir auf das Projekt Vor Frankfurt. Ein großer neuer Turm. Wir dachten, na, wie machen die das jetzt hier oben, wenn der Wind so pfeift? Wir sehen, die meisten Fenster sind drin. Oben sind noch Folien, die gut abschirmen, die Baustelle, und der Kran. Der ist für solche Windgeschwindigkeiten ausgelegt. Der sollte das aushalten. Da darf nichts passieren. Ich habe mich erkundigt bei der Feuerwehr, bei der Straßenmeisterei, bei den Forstämtern. Die haben auch gesagt, ja, Erkrankungen, klar, haben wir auch mit zu kämpfen, aber wir haben genug Leute auch in Reserve, die wir anrufen können, wenn tatsächlich was passiert. Und man rechnet damit, dass vor allem Bäume, weil es so viel geregnet hat, der Boden weich ist, dass Bäume jetzt in den Höhenlagen umknicken werden. Wenn dann Straßen dadurch blockiert sind, dann wird man nur dann handeln, wenn Orte abgeschnitten sind, wenn Krankenhäuser vielleicht nicht erreicht werden können. Ansonsten überlegen sich die Einsatzkräfte das gut und würden dann vielleicht auch sagen, wir lassen das erstmal und werden dann erst aktiv, wenn der Sturm wieder ein bisschen nachgelassen hat. Also, alle sind gut darauf vorbereitet. Wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird und dass es vor allem über die Feiertage ein bisschen nachlässt. Dankeschön, Andreas. Live vom Main Tower kommen wieder gut ins Trockene und Warme.
Tiere gehören nicht in den Zirkus, schon gar keine Wildtiere wie Löwen. So sehen das Tierschützer und ganz viele andere Menschen. Beim Weihnachtszirkus in Wiesbaden sollten diese Löwen hier die Hauptattraktion der Show sein. Doch daraus wird nichts, denn der Zirkus, der hat die Rechnung ohne das Veterinäramt der Stadt gemacht. So sehen sie aus, die 14 Löwen aus Tschechien. Sie sollten ab heute im Weihnachtszirkus auftreten. Doch Dompteur Hinek Navratil musste heute Nachmittag vor der ersten Vorstellung in Wiesbaden schon wieder abreisen. Die Stadt hat's verboten. Einige Tierschutzregeln seien nicht eingehalten und dem Dompteur fehlten wichtige Dokumente, so die Tierschutzdezernentin. 15 Grad sollte es mindestens haben ein entsprechendes Platzangebot auch im Außengehege muss vorhanden sein. Das war es nicht alleine. Er muss Sachkunde nachweisen und dieser Sachkundenachweis, den konnte er in dieser Kurzfristigkeit nicht erbringen. Das Veterinäramt hat regelmäßig kontrolliert. Die große Löwenshow sollte auf dem Festplatz Geberkerb stattfinden. Und dieser Dompteur wäre das erste Mal dabei gewesen. Betreiberin Nadja Frank fällt nun die Hauptattraktion weg. Sie räumt aber ein. Ich meine, er arbeitet ja auch schon 40 Jahre mit den Tieren zusammen. Er ist ja groß geworden mit den Tieren, der hat schon eine eigene Sachkunde. Die Sachkunde hat natürlich allerdings hier für Deutschland nicht ausgereicht. Das ist sie, die Löwennummer. Für viele sehr mutig und aufregend, für andere unerträglich, die Tiere so zu sehen, in unnatürlicher Umgebung. Das Verbot kommt bei vielen Bürgern gut an. Ich finde es absolut richtig, weil ich finde, Wildtiere oder Tiere generell haben im Zirkus überhaupt nichts verloren. Und ich finde, Zirkus ist eine schöne Sache, gerade für Familien. Aber ich denke, es geht auch ohne Tiere. Tiere im Käfige zu halten, gerade solche Wildtiere, die brauchen einen sehr großen Auslauf. Und ich finde das total daneben. Ich finde, dass das Tier in Freiheit gehört, überhaupt. Wilde Tiere in Gefangenschaft sind mir ein Gräuel. Dass es bei der Haltung der Großkatzen hier eklatante Mängel gibt, dem widerspricht die Zirkusleiterin. Schon seit 10 Jahren führe man in Wiesbaden ohne Beanstandung Raubtiernummern auf. Der Druck jetzt entstehe eher durch Tierschutzaktivisten. Ah, es ist sehr enttäuschend. Ich meine, wir vertreten hier den kulturellen Zirkus mit Tieren, ja? Diese Tierschutzrechtler, die setzen ja alles in Bewegung und lassen auch ihre Kontakte spielen. Und dann wird im Vorfeld schon immer Propaganda gemacht. Auch hier in Wiesbaden haben sie unsere ganzen Plakate zerstört und vor 3 Tagen wurden auch die Pferde freigelassen. Das Zirkusprogramm muss jetzt umgestellt werden. Neben Akrobatik sollen für die Löwennummer auch andere Tiere als Ersatz dienen, für die sie Genehmigungen haben. 2-mal am Tag sind im Wiesbadener Weihnachtszirkus Aufführungen. Nun hofft die Familie, dass viele Besucher kommen, auch ohne die Raubtiere. Ja, schlechte Nachrichten gibt's von Wintershaldea in Kassel. Die Nachrichten mit Claudia Schick. Die Unternehmenssitze von Wintershaldea in Kassel und Hamburg sollen geschlossen werden. BASF hat angekündigt, sich von seiner Öl- und Gastochter Wintershaldea zu trennen. Der britische Konzern Harbour Energy übernehme die Produktions- und Entwicklungsaktivitäten für insgesamt 11,2 Milliarden Dollar in Bar und Aktien. 600 Beschäftigte sind von der Schließung in Kassel betroffen. Die Bauarbeiten für die Darmstädter Rheinstraßenbrücke müssen komplett neu ausgeschrieben werden. Die Deutsche Bahn kann ihr Angebot nicht halten. Die Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim habe Priorität. Dadurch könne es zu schwerwiegenden Verzögerungen bei der Rheinstraßenbrücke in Darmstadt kommen. Darmstadts Planungsdezernent Kolmer sagte, aufgrund dieser schwerwiegenden Konsequenzen für den weiteren Projektablauf habe die Stadt entschieden, die Ausschreibung des Brückenbauwerks aufzuheben und das Projekt komplett neu aufzusetzen. Seit 3 Tagen ist die Brücke und damit eine der wichtigsten Straßen Darmstadts voll gesperrt. In Wesertal bei Kassel eröffnet heute eine Ausstellung des Vereins Wesertal ist bunt. Und diese Ausstellung findet in ganz besonderen Räumlichkeiten statt. Der Landkreis Kassel hat nämlich die leerstehende Immobilie gekauft, um damit eine Nutzung durch Rechtsextremisten zu verhindern. Stattdessen soll das Haus für kulturelle Angebote genutzt werden. Unter dem Titel Bürgerkrieg im Wesertal werden jetzt dort Bilder über die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Wesertal gezeigt.
der Obdachlose, der in der vergangenen Woche in Frankfurt in der Presse eines Müllwagens eingeklemmt wurde, ist an seinen Verletzungen gestorben. Der 30 Jahre alte Mann hatte sich vermutlich zum Schlafen in einen Behälter für Gewerbeabfälle gelegt. Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe hatten den Mann jedoch nicht bemerkt. Gegen zwei Mitarbeiter wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Pfadfinder verteilen gerade das Friedenslicht aus Bethlehem auch in Hessen. Und heute hat die Flamme den Landtag erreicht. Bei Wind und Nieselregen hatte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann ihre Mühe, dass die Kerze nicht gleich wieder ausgeht. Geradezu sinnbildlich für diese Zeiten mit Kriegen in der Ukraine und dem Nahen Osten. Sei denn der Frieden sei nicht selbstverständlich. Und so heißt das Motto der Pfadfinderaktion in diesem Jahr auch: auf der Suche nach Frieden. Und in diesem Sinne, das war's von Nachrichtenhöhe. Dankeschön, Claudia. Ja, Schimmel an den Wänden, völlig heruntergekommene Häuser und Heizungen, die oft gar nicht funktionieren. Im Grundsatz steht, dass Eigentum verpflichtet. Doch die Besitzer der Mietshäuser, die kümmern sich nicht. Stattdessen gründen sie immer neue Firmen, um die Immobilien zu verwalten und sind dann nicht erreichbar. Ein dubioses Konstrukt. Und die Folgen, die sieht man in Nordhessen. Und die Bewohner, die sind wirklich total verzweifelt. Krank ist es. Zum Beispiel ist es ja geschlafen rum. Alles kalt kommt. Regenwasser in der Wohnung, Schimmel, wohin das Auge reicht. Seit 3 Jahren lebt Abdul Sattar Amiri mit Frau und Sohn in dieser Wohnung in Borken. Die Hessenschau hatte im Juni von hier berichtet, die Lage hat sich seitdem verschlechtert. Im Winter ist das Haus quasi unbewohnbar, die Heizung funktioniert seit Jahren nicht. Geduscht wird mit Eimer und Topf. Und dann? Ich hab Dusch machen. Kein Wasser, gut. Und dann diese kalt. Das Drehen ist für uns schwierig, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass unsere Kamera beschlägt. Ein Bewohner der Siedlung ist gelernter Schweißer. Er hat die Heizung immerhin in ein paar Häusern wieder zum Laufen gebracht. Der Zustand weiterhin gefährlich. Verantwortlich dafür die Atlanta Immo GmbH mit Sitz in Frankfurt. Ihr gehören die Häuser. Das Unternehmen ist Teil eines Geflechtes hessischer Firmen. Die Zuständigkeiten und Namen wechseln immer wieder. Die Personen dahinter bleiben gleich. Auch in Wabern besitzen sie Häuser. In Ottostraße, Bahnhofstraße, Truschelweg, Siedlerstraße finden sich solche Schrottimmobilien. Auch hier undichte Dächer, kaputte Heizungen. In einer der Wohnsiedlungen finden wir einen Mann, der mit uns sprechen möchte. Ich bin während der Hessischen Rundfunk. Wäre das okay für Sie, wenn die Kollegen einmal rüberkommen mit der Kamera? Im Treppenhaus gibt es kein Licht. Die Leute stürzen, müssen immer mit Taschenlampe oder mit Handys rauf und runter gehen. Und wir haben auch teilweise Schimmel in dem Haus. Und wir haben auch hier Familien drin mit kleinen Kindern. Die müssen das alles einatmen. Also es ist manchmal, sage ich ganz ehrlich, menschenunwürdig, in diesen Häusern überhaupt zu leben. Aber wir müssen halt hier leben. Und bleibt uns ja nichts anderes, aber es gibt ja nichts anderes. Angemessener Wohnraum, ein Menschenrecht. Die Vermieter kümmert das offenbar nicht. Unsere Recherche ergibt, das Geflecht aus Atlanta Immo GmbH und Plan B besitzt in Wabern laut Bürgermeister rund 85 Wohnungen. In Borken sollen es weitere 96 sein. Auch im bayerischen Wildflecken und im osthessischen Flieden vermieten die Firmen Immobilien. Ein Objekt in Offenbach und 13 in Bad Berleburg in NRW haben sie gerade wieder verkauft. Zwischen all diesen Immobilien gibt es einen Zusammenhang. Den Geschäftsführer der Betreiberfirmen, Olaf Bothe, sein ehemaliger Mitgeschäftsführer ist Dimitri Paarhofer. Der ist offiziell schon vor 3 Jahren aus dem Geschäft ausgestiegen und lebt jetzt offenbar in Dubai. In seinen öffentlichen Instagram-Posts lässt er kleinwüchsige Menschen als Weihnachtselfen posieren. Darauf verlinkt seine Firma in Dubai. Die hat denselben Namen wie die Firma, die bis zuletzt Ansprechpartner für die Schrottimmobilien in Hessen war. Die Dubaier Firma vermarktet Luxusimmobilien. Der inzwischen hauptverantwortliche Olaf Bothe ist quasi nie zu erreichen. Auch auf unsere Fragen reagiert er nicht. In Wabern sorgt die Funkstille für Unmut. Manche Mieter zahlen aus Protest schon länger keine Miete mehr. Wohnungen wie hier am Waberner Bahnhof müssen von der Gemeinde teilweise für unbewohnbar erklärt werden. Dem Bürgermeister sind sonst die Hände gebunden. Wir als Gemeinde können
nur auf der Grundlage des Wohnungsaufsichtsgesetzes handeln. Wir können Sanierungen anordnen, wir können im Rahmen der Ersatzvornahme tätig werden, wir können Wohnungen für unbewohnbar erklären. Neben den baulichen Mängeln stehen die Gemeinden auch noch vor dem Problem nicht bezahlter Abgaben wie für Abwasser oder Grundsteuer. Das Geld dafür müssen sie umständlich von den Besitzern eintreiben. Gemeinsam mit der Stadt Borken hat Steinmetz deshalb einen Brief ans Wirtschaftsministerium geschrieben. Von Landes- und Bundespolitik erhofft er sich mehr rechtliche Handhabe im Umgang mit den Schrottimmobilien. Rolf Waldeck aus Borken will nicht auf die Politik warten. Jahrelang als Sozialarbeiter aktiv, koordiniert er nun die Mieter mit ihren rund 40 Einzelklagen. Ja, wir klagen darum, dass die Wohnungen wieder repariert werden oder die Häuser repariert werden. Ich denke, es wird so weit kommen, das wäre so meine Idealvorstellung, dass wir dann die Zahlung der Mieten einstellen, dass wir ein Sonderkonto einrichten, wo die Mieten draufgezahlt werden und wir dann in einer Art Selbstverwaltung die Reparaturen durchführen können. Mieter und Behörden suchen also bereits nach einer Lösung und versuchen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Sinn hinter deren dubiosen Geschäften mit Schrottimmobilien und wie die Besitzer davon profitieren, das bleibt aber erstmal ein Rätsel. Täter, die so tun, als ob sie mit der Sache nichts zu tun haben und auch kein bisschen Reue zeigen. So war das beim Auschwitz-Prozess vor 60 Jahren hier in Frankfurt. Das hier sind nur drei der 22 Angeklagten, die vor Gericht standen. Ihnen wurde vorgeworfen, im Konzentrationslager Auschwitz Massenmorde begangen zu haben. Auschwitz, das war die größte Menschenvernichtungsanlage aller Zeiten. Mehr als 1 Million wurden hier brutal gefoltert und ermordet. Im vierten Teil unseres Themenschwerpunkts schauen wir heute auf eben diese Täter und wie sie getötet haben. Höker, Boger, Stark, Dr. Wilewski. Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. Auf dieser Maschine ist das Nebenklageplädoyer im Auschwitz-Prozess getippt worden von meiner Mutter. Hier in diesem Wohnzimmer. Das ist eine der wenigen Erinnerungen, die ich als kleiner Junge dran habe, dass meine Mutter hier in diesem Raum an der Schreibmaschine gesessen hat und das Plädoyer getippt hat. Nicht? Auf so Kartonbögen, sodass die etwas nicht so herumgeflogen sind, sondern dass man die so schön eine nach dem anderen ablegen konnte. Der Vater Henry Ormond war einst jüdischer Richter und dann im KZ Dachau. Selbst viel durchgemacht, vertritt er als Anwalt die Opfer des Holocaust. Von ihnen, den Zeugen, wird vor Gericht einiges abverlangt. Das Gericht will wissen, was genau passiert ist. Also jemand kann nur für schuldig erklärt werden, dessen Tat nachgewiesen werden kann. Und das ist für also Personen, die in einem Konzentrationslager waren, wo sich sozusagen das Personal nicht mit Namen vorgestellt hat, also kaum zu leisten. Die Tötungsmethoden sind grauenhaft. Im Krankenblock werden Häftlinge getötet mit einer Phenolspritze direkt ins Herz. Die Nazis nennen es Abspritzen. Der SS-Mann Claire ist mit in weißen Mantel gekleidet als Arzt, ist zudem gekommen, der hat ihn gehalten, der Mithäftling, und hat ihm direkt in das Herz eine Injektion gespritzt. Der Kranke war sofort tot. Es hatte nicht lange gedauert. Nach dem Einstechen hat er nur so einen Ton, so ein Ausatmen gegeben. Ich weiß nicht mehr, wer es war, wurde beschuldigt am Heiligabend 200 Häftlinge mit Phenolspritzen umgebracht zu haben, was er bestritt. Es wurden die Dienstpläne rausgesucht und es stellte, er hatte Dienst und dann sagte der Angeklagte, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann sehe ich noch den Vorsitzenden Hofmeier sitzen und man merkte ihm an, dass er auch was mit zu kämpfen hatte damit. Und er sagte mit ganz ruhiger Stimme, Weihnachten, Heiligabend, da konnten auch Juden damit rechnen, dass sie nicht in Gefahr sind. Und das wollen sie
nicht erinnern können. Das fand ich so beklemmend, auch so erschütternd. Die Täter leugnen alles. Keiner hat was gesehen. Keiner kann sich erinnern. Auch noch vor Gericht halten die Nazis zusammen. Keiner belastet den anderen. Da reicht es Henry Ormond. Er veranlasst eine Reise nach Auschwitz, um die Zeugenaussagen zu überprüfen. Doch mitten im Kalten Krieg kein leichtes Unterfangen. Die Reise hinter den eisernen Vorhang, eine außergewöhnliche Aktion. 23 Mitglieder des Frankfurter Schwurgerichts, geführt vom beauftragten Richter Amtsgerichtsrat Hotz, besichtigten in diesen Tagen das in der Nähe von Krakau gelegene Lager. Zuerst besuchten sie das Lager Birkenau, ein riesiges Nebenlager von Auschwitz I. In allen drei Abteilungen wurden bis zu 120.000 Menschen in Pferdebaracken zusammengefercht. Nach dem Tour, Arbeit macht frei, kommt man direkt auf die ersten Kasernenbauten. Und die stehen so relativ dicht beieinander, dass beispielsweise der Herr Mulka, der Adjutant, der von sich behauptete, das kenne ich nicht, das hat man mir nicht gesagt, das weiß ich nicht, dazu kann ich, also er hatte praktisch alles vor der Haustür zu sehen. Also so törichtes Verhalten. Also. Ist die schwarze Wand einsehbar? An der Todeswand erschossen die Nazis tausende Häftlinge, vollstreckten ihr Todesurteil. Die Gebäude werden begangen und die Blickwinkel geprüft. Gerhard Wiese, damals junger Staatsanwalt, begleitet die Gerichtsdelegation. Ob der Häftling vom Nebenbau durch einen Schlitz das sehen konnte. Also haben sich da drei Mann hingestellt und die anderen haben von oben versucht zu sehen. Und das ging sehr gut. Der Schlitz war entsprechend groß. Ist auch nicht verändert worden. Das hat man deutlich gesehen, ja. Hermann Langbein, Zeuge und Mitorganisator, protokolliert während des Prozesses. Abends diktiert er Kassetten, die er dann zu seiner Frau nach Wien schickt. Ich würde sagen, ich bin mit Auschwitz aufgewachsen. Es gab über die kalte Jahreszeit eigentlich nur ein Zimmer, das wirklich gut geheizt war. Und dort haben wir uns aufgehalten. Wir Kinder haben gespielt und die Mama hat diese Erzählungen abgetippt. Am deutlichsten habe ich das spüren können oder müssen, wie wir dann 1981, also viel, viel später, das erste Mal selber nach Auschwitz kamen, weil ich habe mich ausgekannt. So prägte und traumatisierte das Geschehen in Auschwitz weit über das Kriegsende hinaus Überlebende, ihre Kinder und ihre Familien. Und heute sind wieder viele Dörfer gespannt, ob sie gleich ihren Ortsnamen hören. Denn wie jeden Donnerstag ziehen wir unser dolles Dorf der Woche. Und heute ist unser Chef an der Trommel, Jochen Schmidt in Kassel. Jochen, wie ist es denn windtechnisch bei dir? Musst du denn aufpassen, dass die Karte, die du ziehst, nicht wegfliegt? Oder geht's noch? Im Moment geht's noch. Also wir haben tatsächlich hier immer wieder mal so bockige Momente drin. Aber Sultan, so heißt er das Tief, der bläst gerade die Backen auf. Also der macht gerade ein Päuschen, wird aber gleich zuschlagen wieder. Da können wir ziemlich sicher sein. Der Bernd und ich hier hinter der Kamera, der Bernd, das ist der Bernd. Bernd wir haben ein irres Dodo erlebt mal gemeinsam. Da hat es unheimlich geblasen, da sind wir weggeflogen, da sind uns die Bäume um die Ecken geflogen. Das wird es hoffentlich in Oberdieten nicht passieren. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Gehört zu Breidenbach im Hinterland, hat 740 Einwohner. Liebe Leute in Oberdieten, ja, jetzt ist passiert. Kurz vor Weihnachten kommen wir bei euch noch vorbei. Ruft uns bitte an. Hier in Kassel unter der 0561 31040 oder auf dem Handy 0171 2230 715. Da können wir uns verabreden, wo wir uns in Oberdieten treffen. Ich freue mich auf euch. Ja, ich bin gespannt. Das Ganze in der Nähe meiner Heimat. Dankeschön, Jochen.
Ja, danke schön. In unserem Hessenschau-Adventskalender schauen wir dieses Jahr auf Bräuche und Traditionen, die es rund um Weihnachten gibt. Und wir wollen wissen, was aus ihnen geworden ist und ob es die auch tatsächlich noch gibt. Heute gehen wir nach Kirchhain im Kreis Marburg-Biedenkopf. Und da fallen zwischen Weihnachten und Neujahr die Würfel. Und das Würfelfieber, das packt alle. Mitmachen kann jeder, von klein bis groß. Nora Enz klärt uns auf, was es damit auf sich hat und ob es den Brauch auch immer noch gibt. Unser heutiges Adventskalendertürchen öffnet sich in die Konditorei Noll. Das ist ein Familienunternehmen hier in Kirchhain. Und hier haben die Torten etwas mit Glücksspiel zu tun. Sechs. Genau, hier wird nämlich zwischen den Jahren gewürfelt um Torten und um Berries. Und derjenige, der immer ein Auge drauf hat, ist der Croupier Hermann Albrecht. Erzählen Sie mal, was ist denn so eine Erinnerung, die Ihnen direkt in den Kopf kommt beim Tortenwürfeln? Ich kann mich erinnern, beim Würfeln hier, da kam immer eine ältere Dame, Gott hab sie selig, sie lebt nicht mehr, und die kam zum Würfeln jedes Jahr und die hat nur gewürfelt, wenn der Platz neben mir frei war. Und da hat die sich hingesetzt. Sie wollte immer neben mir, sie hat mir mal gesagt, dann habe ich Glück. Und nur dann. Und die hat oft, wer weiß wie lange gestanden, bis der Platz neben mir frei wurde, nur damit sie neben mir saß. Und Sie sind sich sicher, dass es da um die Torten ging, ja? Da ging es um die Torten. Ja, ja, ja. Ich habe ein Filmchen mitgebracht aus unserem Archiv. Da ging es 1962 auch ums Tortenwürfeln. Mehr als 400 Torten, Bärches und Kringel sind bei dem Einsatz von 50 Pfennigen für jeden erreichbar, den das Glück bei diesem Spiel nicht im Stich lässt. Das war aber die Zeit, als die Leute noch hungrig nach Torten waren. Die Spielregeln sind einfach. Nach dem Einsatz darf jeder so oft spielen, bis zwei Würfel dieselbe Augenzahl zeigen. Wer die höchste Zahl wirft, gewinnt. Wie ist denn diese Tradition überhaupt entstanden? Das wissen Sie, Herr Hausmann, ne? Früher ist tatsächlich auch in den Backstuben selbst gewürfelt worden, ganz, ganz früher. Und dann hat sich das in den Cafés festgesetzt, wie hier im Café Noll. Da sind dann die Leute hingekommen, haben dann mit wenig Einsatz ihren Spaß gehabt. Aber es ist eine Tradition, die schon sehr, sehr alt ist. Der Brauch des Würfelspiels ist fast 400 Jahre alt. Bei einer Belagerung des Städtchens im 16. Jahrhundert sollen die eingeschlossenen Bürger zum ersten Mal um die letzten noch vorhandenen Lebensmittel gewürfelt haben. Von diesem harten Brauch ist jedoch bei den heutigen Würfelabenden nichts mehr zu spüren. Und einer, für den das ganz, ganz viel Arbeit bedeutet, das ist Achim Noll. Herr Noll, zwischen den Jahren dann so viele Torten backen? Für die Konditoren war das vielleicht nicht so doll. Nachteil ist natürlich, es geht gleich nach Weihnachten wieder richtig zur Sache. Wir brauchen Zusatzkräfte in der Backstube, die mithelfen, weil alle Torten auch frisch gemacht werden. Am 27. und am 28.12. hier in Kirchhain, unter anderem in der Konditorei Noll, wird wieder um Torten gewürfelt. Ja, und lecker und süß verabschieden wir uns hier heute Abend. Die Hessenschau, die gibt es aber später nochmal, Claudia. 22.15 Uhr. Das war's von uns. Bis morgen. Bis morgen. Ciao.